Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluftfans. Mein Name ist Sven. Hallo und ich bin Anja, ich bin auch wieder dabei. Ja, wir sind dieses Wochenende mal wieder unterwegs und dieses Wochenende ist uns was passiert, was sonst eigentlich immer nur im Urlaub passiert. Wir haben uns einen Campingplatz rausgesucht, sind da hingefahren und haben uns da nicht wohlgefühlt. Also wir sind eine Runde so rübergegangen, weil es an der Rezeption auch relativ voll war und wir gesagt haben, die Wartezeit kann man auch mal mit ein bisschen Schlendern verbringen. Ja, und hatten irgendwie kein gutes Gefühl und haben dann gesagt, wir fahren einfach weiter. Und sind jetzt mal wieder auf der schönen Insel Pöhl gelandet, auf dem Campingplatz am Leuchtturm. Eine Campingplatzvorstellung wird es heute davon nicht geben, weil, wer unseren Kanal kennt, da waren wir letztes Jahr schon und haben ein kleines Video drüber gemacht. Das verlinken wir euch nochmal. Wirklich sehr schöner Platz und ja, das Erfreuliche, hier hat sich nichts verändert. Also nicht mal der Preis. Das ist ja in der heutigen Zeit schon bemerkenswert. Wir zahlen hier für die zwei Nächte 44 Euro. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In den 44 Euro sind 10 Euro Kurtaxe mit drin. Also der Campingplatz ist wirklich günstig für Ostsee-Verhältnisse. Hier ist ein super Strand vor der Haustür. Dieses ganze Wochenende ist auch recht windig angesagt und man steht hier doch einigermaßen geschützt. Ja. Auf dem anderen Platz, wo wir waren, fegte der Wind schon ordentlich. Ja, so dass wir uns entschlossen haben, dann das Wochenende doch lieber hier zu verbringen. Und, ja. Wir waren eben schon am Strand unterwegs, einmal ganz kurz. Und ja, allein die 100 Meter haben eigentlich gesagt, es war richtig, die Entscheidung, ja, hierher zu kommen. Kleine Runde am Strand, jetzt gibt es noch ein bisschen Grillerchen. Und ja, mal sehen, was uns morgen so erwartet. Bleibt mal dran, wir nehmen euch gerne mit. So, wer was Schönes essen will, der muss das natürlich auch vorbereiten. Wir wollen heute mal Schaschlik machen. Ja, einfach ganz normal Schaschlik, bisschen Zucchini, bisschen Paprika, bisschen Zwiebel und bisschen Schweinefleisch. Oh, es ist am Werden. Die ersten beiden habe ich schon mal gedreht. Schaut mal, wie schöne Röstaromen das hier schon hat. Und das Ganze bleibt trotzdem saftig. Mal sehen, das Endergebnis wird bestimmt gut sein. So, das erste Mal die neuen Pieksspieße von Scotty ausprobiert. Scheint ganz gut zu funktionieren. Also man muss sicherlich noch ein bisschen sich einfuchsen. Was ich echt cool finde, ist so dieses Einhaken und Drehen. Das funktioniert hier über diese Aussparungen, diese Luten, die da drin sind. Und man kann das, wie ihr seht, auch noch immer ganz gut anfassen. Also ich hätte gedacht, dass es viel heißer wird, aber ja, wir sind mal gespannt und lassen uns jetzt schmecken. Ach, das Schöne an der Ostsee ist ja, dass man nach dem Abendbrot noch mal eine Runde drehen kann. Und abends wird der Wind auch ein bisschen weniger, sodass es wirklich ganz angenehm ist. Thank you.
Moin Leute, ich bin mal reingegangen, die Haare sind vom Wind verweht und ich dachte mir, draußen versteht ihr kein Wort, weil das pustet ordentlich. Ja, das gibt so Tage, da nimmt man die Kamera einfach nicht mit, weil passiert auch nichts. Wir waren den ganzen Tag ein bisschen in Timmendorf hier unterwegs, ein bisschen am Strand, ein bisschen was essen. Wir schmeißen jetzt mal den Grill an und ich will heute euch mal zeigen, im letzten Video über den Scotty hatte ich ja gesagt, wenn so eine Kartusche relativ leer ist, dann schmeiße ich die nicht weg, sondern dann suche ich mir das Grillgut danach aus, was man mit der leeren Kartusche noch machen kann. Und das will ich heute mal probieren. Ich hoffe mal, dass es bei dem Wind überhaupt funktioniert, dass ich den Grill überhaupt ankriege. Ja, bleibt mal dran. Ich habe jetzt hier zwei Gaskartuschen, die sind ziemlich leer. Also viele würden die wahrscheinlich wegschmeißen, wenn du da den Scotty anschließt und haust ein Toastbrot drauf. Das wird zwar fürchterlich trocken, aber braun wahrscheinlich nicht. Und diese hier ist noch leerer, da ist wirklich nicht mehr viel drin. Was ich jetzt vorbereitet habe, sind so ein paar Hühnerkeulen. Die habe ich hier so ein bisschen mariniert in so einem Gefrierbeutel. Ein bisschen mit Knoblauch, bisschen Öl, Pfeffersalz, Cheyennepfeffer etc. Und die haue ich einfach so auf den Grill und das dauert relativ lange, aber dann werden die wunderbar zart. Zum Schluss mache ich vielleicht noch mal eine Kartusche dran, die ein bisschen mehr Futter hat, um noch mal ein bisschen Bräune zu kriegen. Aber so verbrauche ich dieses fast unbrauchbare Gas am Ende doch noch. Und ihr werdet sehen, da kommt was Leckeres bei raus. Mit der ersten Kartusche, die fast alle ist, läuft das jetzt so ungefähr eine Viertelstunde. Viel ist jetzt auch nicht mehr drin. Ich guck mal rein, wie es aussieht. Ich habe übrigens die Grillzangen mal gewechselt. Also das Teil, was von Scotty hier dabei ist, ist gut als Griff und gut als Flaschenöffner, aber zum sonstigen Umdrehen oder Grillgut in die Hand nehmen, bin ich zu blöd dazu. Ja, ihr seht, da ist noch nicht viel passiert, weil es ja auch nicht wahnsinnig viel Hitze ist. Das gart relativ schonend, aber es brutzelt, ne? Und man sieht hier auch schon, es wird so leicht braun. Also eigentlich genau die richtige Hitze, um so ein Hühnerbein schön zart und saftig zu kriegen. Tja, schaut mal, so sieht das hier aus von der Seite. Die Flasche, die eigentlich so gut wie leer war, läuft jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Das köselt so vor sich hin. Ich heb mal den Deckel. So sehen die Biester jetzt aus. Wirken schon recht appetitlich, sind aber noch lange, lange nicht durch. Also ich werde jetzt, glaube ich, weiß nicht, 5 Minuten vielleicht noch, dann schmeiße ich die wirklich weg. Also wenn ich jetzt hier mal, da merkt man auch nichts mehr. Da ist also wirklich jetzt fast nichts mehr drin. Und dann kommt noch mal eine rein, wo ein bisschen mehr ist, dass es noch mal ein bisschen Speed gibt. Und dann sollte das hier finalisiert werden. So, ich habe jetzt ja die zweite Kartusche dran, die auch fast leer war. Das Ganze läuft jetzt eine und eine Viertelstunde ungefähr. So sieht es jetzt aus. Und bevor wir essen, zeige ich euch mal kurz. Da ist nichts trocken. Das ist wunderbar durchgegart. Das sieht fantastisch aus. Also bitte, schmeißt die fast leeren Kartuschen nicht weg. Im Übrigen funktionieren die auch sehr, sehr gut, wenn ihr irgendwelches Gemüse machen wollt und so. Macht das vorher, vorm Grillen, schönes Grillgemüse mit der alten Kartusche, bisschen Essig rüber, habt ihr Antipasti vom Feinsten, hinterher das schöne Steak mit der neuen Kartusche und dann habt ihr einen schönen Grillabend. Für heute soll es das gewesen sein, beim Essen müsst ihr uns nicht zuschauen. Wir melden uns morgen nochmal, wie das Wochenende so ausklingt. Bis dann. Thank you.
Hallo liebe Campingfreunde, schönen guten Morgen. Wir haben Sonntag und das Wetter ist herrlich hier in Timmendorf auf Höhl. Vielleicht noch kurz zu mir. Also wer unsere Videos kennt, der weiß ja, dass ich im März einen Rodelunfall hatte und dass ich mir das Sprunggelenk gebrochen habe und operiert werden musste. Das ist soweit jetzt alles wieder verheilt. Ich bin wieder im doppelten Sinne mobil. Ich kann wieder gut laufen. Ja, und ansonsten mobil in dem Sinne eben auch, dass wir jetzt wieder voll unterwegs sein werden. Ich möchte mich jetzt auch ganz herzlich für die vielen Genesungswünsche bedanken. Das hat mich total gefreut. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja, herzlichen Dank dafür. Wie geht es bei uns weiter? Wir werden demnächst in den Urlaub fahren. Und aufgrund meiner Verletzung mussten wir ja unsere Urlaubspläne überhaupt etwas umwerfen. Eigentlich wollten wir Mitte Mai fahren und haben das jetzt auf Ende Juni verlegt. Und wo es so genau hingehen soll, wissen wir noch nicht. Wir haben 2-3 Ideen im Kopf. Da entscheidet sicherlich auch hauptsächlich das Wetter, wo es hingehen soll. Also seid mal gespannt. Ich bin zurück am Stellplatz. An dieser Stelle möchten wir gerne noch das freundliche Ehepaar grüßen, das uns am Samstag angesprochen hat und von hier aus weiter nach Schwerin fährt. Wir hoffen, euch gefällt Schwerin genauso gut, wie euch eure bisherige Reise gefallen hat. Wenn all die anderen das interessiert, es gibt ein Video über die Wohnmobilstellplätze in Schwerin. Das haben die beiden gesehen und sind dann drauf gekommen, Schwerin mal zu besuchen. Haben sich inspirieren lassen. Das Video verlinken wir gerne nochmal. Und ansonsten möchten wir uns heute von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne unseren Kanal, das ist kostenfrei für euch. Und ja, drückt das Glöckchen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt, wie demnächst aus unserem Urlaub. Ciao. Ciao. Tschüss.